eine Adresse an die lieben Russlanddeutschen, bei denen ich ja viele schöne Zusammenarbeiten erlebt habe. Heute möchte ich etwas sagen zu unserer besonderen Situation. In diesem Jahr 2016/17, von September 16 bis September 2017, in der wir noch einmal die Möglichkeit hätten, wenn wir sie denn ergreifen, die Situation in diesem Lande zu verändern. Ich nehme an, alle Russlanddeutschen wissen inzwischen, wie sehr widersprüchlich ihr Bild, was sie von Deutschland hatten, als sie nach der schrecklichen Zeit in der Verschleppung in Russland endlich die Möglichkeit hatten, heim in das Reich zu kehren, das sie damals mitgebracht haben und was sie dann heute hier vorfinden. Denn wir sind genauso wie die Russen von jenen, die aus dem Hintergrund wirken, umerzogen und vergewaltigt und in unserer Seele gebrochen worden sind. Das gilt besonders für unsere Kinder. Und zwar jetzt schon für die dritte Generation, was man sich immer wieder bewusst machen muss. Denn wir sind 70 Jahre lang in einem geistigen Kriegszustand. Jetzt hat sich die Lage insofern etwas geändert, als durch die Überflutung mit europafremden Menschen sehr viele Deutsche unmittelbar selber betroffen sind und aufgeschreckt sind und beginnen zu durchschauen, welches Spiel diese Mächte mit Deutschland treiben. Sie wollen das deutsche Volk kaputt machen. Sie wollen seine Seele zerstören. Sie wollen uns entdeutschen. Und das haben sie in einigen Büchern ja schon in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts ganz deutlich ausgesprochen. Jetzt sind wir sozusagen in der Endphase und allesamt aufgerufen, wenn wir Deutschland erhalten wollen, und zwar für unsere Kinder und Enkel, dass diese noch eine wirkliche deutsche Heimat haben und eine deutsche Ausbildung bekommen, dann haben wir gar keine andere Chance, als jetzt tätig zu werden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es einen blutigen Volksaufstand mit Mord und Totschlag, und dafür sind die Deutschen, soweit wir sie inzwischen auch als umerzogene und man muss sogar sagen entmännlichte Deutsche kennenlernen, kaum geeignet. Die Deutschen waren schon immer nicht sehr zugewandt für Revolutionen und blutige Aufstände, wie das im Osten und im Westen, in Russland und in Frankreich ja dann praktiziert worden ist. Das liegt dem deutschen Volk eigentlich sehr wenig. Die andere Alternative ist nur die, mit den Mitteln des herrschenden Systems, so falsch wir das auch finden, uns zu wehren, um die Macht zu erhalten und damit dann mit der Macht, denn nur mit der Macht ist es möglich, dieses System grundsätzlich zu ändern und uns endlich von dem Kriegszustand, in dem wir uns ja immer noch befinden, zu befreien. Wenn Menschen meinen, dass dieses System es nicht verdiene, dass man dafür noch zur Wahl gehe und außerdem es gar nicht die Partei gibt, die dem Einzelnen wirklich voll entspricht, dann ist das sicher in gewisser Weise berechtigt. Aber da sie keine Alternative wissen, um dieses System zu verändern, bleibt gar nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen, um an dem Mittel des Systems, was sich uns anbietet, nämlich den Wahlen, teilzunehmen und möglichst viele Deutsche zu beeinflussen und davon zu überzeugen, dass sie diese herkömmlichen 5 Schuldenmacherparteien, ob das nun CDU, SPD oder Grüne oder Linke sind, nicht mehr wählen können. Sie können nur eine Alternative für Deutschland wählen oder auch eine nationale Partei Deutschlands oder auch eine ökologische Partei Deutschlands. Das ist ihnen völlig freigestellt. Wir haben Alternativen und wir haben sogar in der AfD zum ersten Mal eine Alternative, die sicher angesichts der für uns günstigen, aber sonst schrecklichen, falschen Politik eine Hilfe geboten haben, nämlich diese Überflutung von Fremdländischen.
weil das jetzt die Menschen so aufgeschreckt hat. Und deswegen sehe ich eine Chance, dass wenn wir uns ganz einbringen, es erfordert wirklich den ganzen Einsatz. Ein Jahr lang, das sollte doch auch bei uns zu schaffen sein, diese Alternative zu stärken, die Bürger auch in unserer unmittelbaren Umgebung davon zu überzeugen, dass wenn sie sich von dieser Fremdbevölkerung, die ja in unendlich großer Zahl und noch immer weiter in dieses Land kommen wird, befreien wollen, sie gar keine andere Möglichkeit haben, als die Alternativen zu wählen und nicht mehr die etablierten Parteien, die ja genau das veranlasst haben. Und ich bin sehr sicher, dass die Kanzlerin Merkel, als sie dieses Wort sagte, wir schaffen das, nicht das gemeint hat, was die Gutmenschen darunter verstanden haben, nämlich sie alle willkommen zu heißen, gut versorgen und so weiter, sondern ich fürchte, dass diese Kanzlerin Merkel, die ja auch eine Fremdländische ist, damit gemeint hat, wir schaffen das, uns selber abzuschaffen, so wie es die Auftraggeber geplant haben und jetzt zu einem Endpunkt bringen wollen. Und das soll ihr nicht gelingen. Und deswegen sind wir alle aufgerufen, uns in dieser Hinsicht einzubringen und nicht zu warten, bis die ideale Partei, die in allen Punkten den eigenen Wünschen entspricht, entstanden ist. Denn die kommt in der Politik nie. Das heißt ja nicht, dass wir das Parteiensystem, so wie es da ist, und dass ja eine Parteiendiktatur ist, bejahen, sondern wir sind eben Realisten und erkennen, dieses System bietet uns noch eine Möglichkeit und hat etwas eingeleitet, was kontraproduktiv war, indem es die Flüchtlingswelle ausgelöst hat, die ja das Ganze in Bewegung gebracht hat, sodass wir also dieses angebotene Mittel der Wahl, nächstes Jahr Bundestagswahl, bis dahin noch einige Landtagswahlen, ergreifen und endlich eine Ablösung für die Fehlentwicklung und für den Kriegszustand, in dem wir uns immer noch befinden, und zwar ein verschleierter, den man nicht so schnell wahrnimmt, dass wir das endlich schaffen. Bis dahin.